nicht mehr viel, Freunde. Es fehlt nicht mehr viel bis zum entscheidenden letzten Kampf gegen Zurt. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Mass of the Cult! Hey Leute, willkommen zurück. So, zuerst mal ganz kurz in den Gary antreten, fangen sie an das Mut und so. Und dann können wir uns schon mit Zurt persönlich messen. Ja, mal gucken, was ist der Gary? Ist ein bisschen, ist immer noch ein Transhändler und so, vielleicht ein bisschen, naja, grün in den Ohren, kann man nicht gut sagen, vielleicht ein bisschen angelaufen, ein bisschen rostig, das eventuell ja. Aber man weiß ja, im Alter oder mit dem Alter kommt auch die Weisheit. Ja, also immerhin hat er mich schon mal hier besiegt. Wow. Schernsteinpapier. Hm, hat aber irgendeine coole Farben. So irgendwie verschiedene Grautöne. Hier ist ja wieder blau. Okay, fangen Sie an des Muts also. Wir sehen schon, er hat gar keine Fusion oder Ritual, sage ich schon. Fusion oder Synchromonster. Mal gucken, was er so auf einer Strategie verfolgt. Ich habe ein ziemlich doofes Deck. Also sprich Starthand. Genverzerrter Kriegswolf! Ach du Scheibenkleister! Ja, der hat eine Power. Alles klar, noch so normalo. Das gibt's ja nicht, hey. Mann, die normalen Monster sind lame. Also du hast irgendwie eine coole Strategie dafür, aber ansonsten, nee. Nix gewesen in Späßen. Tschüssikowski, du dämlicher Wolf. Und tschüss. Tja, soviel dazu. Nun rufe ich mal die Kriegerlady der Einöde im Angriffsmodus. Ja, ich weiß, ziemlich öde und so. Was soll's? Kriegerlady, direkt Angriff auf Garys Lebenspunkte. Oder hä? Gary geht gar nicht, das wäre A-R-Y. Wie spreche ich denn das aus? Gary? Auf Gary. Ja, immer auf den grauen Trancy. Genau, der graue Trancy. Der ist schon mal schön reingehauen. Und dann setze ich noch eine Karte verdeckt. Den sprach mir hier für ein starkes Monster auf. So. Zu beendet. Ich bin dran und ich ziehe. Darf nur einmal ziehen. Das ist doch bescheuert. Ups. Naja. Ja, und jetzt, was machst du jetzt? Hm? Er ruft noch ein Monster. Die Elfenzwillinge, ja, sind auch sehr stark Normalmonster, aber eben, es sind nur Normalmonster. Ach, Gary. Man merkt schon, dass du nur ein oller Schrotthaufen bist. Uah. Das tut doch weh. Du. Ich meine, ganz ehrlich, heute können sie einfach mal den hier auf dem Feld lassen und fertig wär's. Der hat nur so starke Monster, kommt niemals an meinen Lebenspunkten vorbei. Kann er knicken? Aber ja, ein bisschen Leben wäre es ja schon, wa? Von mir aus. Dann greife ich mal an. Und zwar mit meinen geilen Effektmonstern. Ja, Mann! Hier kommt eine Spezialbeschwörung. Mein allmächtiger Geschützturmkrieger mit 2600 Angriffspunkten. Das wird wehtun, Kumpel. Fertig, seine Elfenzwillinge. Turmschlag! Und da bröckelt's auf ihn herab. Ja, diese ollen Schwänzender. Ich hatte die leise Hoffnung noch, dass die irgendwie eine coole Strategie hätte. Ein bisschen was gegen uns einsetzen und so, aber nee. Sind natürlich immer nur olle Schrotthaufen. Olle Schrotthaufen, die keine Chance haben. Bösmächtigen. Oh, Scheinkleister. Nein, bist du wahnsinnig! Hey, so spielt denn zuerst Bösmächtigen? Hä? Okay, gut, dass wir nacheinander spielen können. Blitzeinschlag, was eine geile Karte komme ich noch brauche. Verdammt, welchen Wustberg ist die wohl drin? Tja, könnte es noch geiler kommen? Ich aktiviere freundliche Wohltat. Dann ziehe ich mal drei Karten, lege gleich mal wieder zwei ab. Hm, gar nicht mal so unübel. So, lege ich mal die zwei ab. Und aktiviere als nächstes meinen goldenen Sarkophag. So, welche Karten nehme ich jetzt aus dem Spiel? Welche soll es wohl sein? Stufe 2. Hm? Mhm. Und wähle mal meinen plündernden Captain. So, als nächstes rufe ich Krebons im Angriffsmodus. Und jetzt auch eine Karte verdeckt.
Und dann, Gary, wird Zeit, dass du dir von weiteren 1200 Lebenspunkten verabschiedest. Sayonara, goodbye, die kommen nie wieder zurück. Da stimmt die Bildungsmächtige Entschuldigung, waren nur 1000, ja, wegen Stufe 2 und so. Menschenskind. Müsste beinahe den majestätischen Sterndrachen rufen. Oh je, oh je. Du. Ja, wirkt nur bei mir. Das war ja so klar. Der Zwillingsschwerplünderer, sehr geil. Zick. Eine Runde, ich rufe Zwillingsschwerplünderer. Ja, doof. Dass meine Punkte sinken, natürlich könnte ich jetzt wieder ein stärkes Monster rufen, aber ganz ehrlich, das würde gar nichts bringen. Obwohl Gryowächter trotzdem noch 2200 Schaden machen. Also sprich gleich viel wie jetzt die beiden hier, also von dem her. Lass ich es lieber noch draußen. Und Gary, was machst du halt? Ich meine, ganz ehrlich, Leute, der spielt so eine... Mein klar, Blitzanschlag ist eigentlich eine coole Zauberkarte, ganz klar. Aber was bringt ihm in so einem Deck, wenn er dann trotzdem noch so viele Zauberkarten hat? Muss er gar nicht mehr Herzen unterlegenen spielen und so? Ist doch alles nur Platzverschwendung. Also irgendwie von Strategie, der Typ... Nee, überhaupt keinen blassen Schimmer. Von Toten und Blasen keinen Schimmer. Naja, bei Blasen ist auch schwierig bei einer Maschine. Alter, war der flach. Moment mal, ist gerade doppeldeutig. Moment, das wollte gar nicht, Entschuldigung. Ja, ist gut, was willst du eigentlich? Ich habe mich gerade auf Herzen unterlegen, eine coole Karte für ein Exodia-Deck wäre. Ich fürchte irgendwie, dass da das Speed ein bisschen fehlt, weil Exodia-Karten, natürlich sind 4 Stück davon normale Monster, das zwar schon. Aber nee, irgendwie. Wow, jetzt haben wir gerade ein paar Karten. Ja, wie gesagt, irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass das Ganze ein bisschen zu sehr den Speed eingrenzen würde. Alter, wir sind mal fertig, Kumpel. Was wartet der denn überhaupt? Man klärt eine coole Karte. Nochmal, wenn er so weitermacht, verliert er, weil er zu wenig Karten im Deck noch hat. Das wäre was, ey. Verloren, wenn er keine Karten mehr ziehen kann. Dann nochmal zweimal und... Nö, jetzt nicht mehr. So viele Karten! Hey, was bringt denn das jetzt? Ja, toll, also wenn du es live auf dem Feld hättest, wäre es natürlich großartig. Ein Angriffspaar von 15.000 mittlerweile oder so. Nein, nicht ganz. Oh, Scheibenkleister. Ach, deswegen hat er vermehrt Erdmonster. Hab ich mich doch bereits ein bisschen gefragt, was das eigentlich soll. Genverzerrter Kriegswolf, Angriffsmodus. Vernichte den Gegner, Attacke. Kumpel, der Wald, der hilft aber auch mir, das ist ja schon klar. Aber nicht gerade aktuell, vernichte sein Monster, Attacke. Nö. Sehe ich nicht so. Sorry. Das ist ein Trottel. Na, immerhin noch 2 Karten verdeckt, das ist auch was Schönes. So, den Rest legt er gleich mal ab. Weil nur maximal das erste Kann auf der Hand halten darf. Am Ende eines Zuges. Tja. Also irgendwie bin ich ja schon fast ein bisschen versucht. Mal überlegen, was machen jetzt? Der hat Stufe 4, der hat Stufe 2. Wenn ich ihn rufe, habe ich hier Stufe 5. Dann wieder Stufe 6. Jetzt geht Stufe 6. Mit ihm kann ich Stufe 7 rufen. Oh, ist alles ein bisschen Scheibenkleister. Könntest du einen schwarzen Rosendrachen rufen, seinen Effekt aktivieren? Was bringt mir das? Das wäre ja ein Schuss in den Ofen. Also dann erst recht. Wisst ihr was? Jo. Klingt doch nach einer guten Idee. Erd-Support for the win! Ladies and Gentlemen, hier kommt... Der eine, der wahre, der Goyo-Wächter! Ja! Mit einem Powerschub von, naja, nicht mehr so viel, aber ist ja egal. Goyo-Wächter, direkter Angriff auf seine Lebenspunkte!
Mir fällt immer noch kein Name für die Attacke ein. Hey, wie kann man die Attacke bloß nennen? Wie heißt vielleicht mit Scheibenkleister? Also, damit habe ich nicht gerechnet. Muss ich mal hier noch zugeben. Ja, was machen wir da? Ja, ich habe genug, genug Lebenspunkte. Asyl des Feindes. So. Da haben wir eine schöne Metallunterweltler-Spielmarkt, wie diese. Was? Metallunterwelt? Ja, ist echt so. Gibt's nicht, hey. Was für ein Name, Freunde? Was für ein Name? Ja, da macht der Spiegel. Wenn du. Mit sowas rechnet doch keiner. Das ich zumindest nicht. Schön, zieh nochmal. Komm schon. Zieh dein ganzes Blatt. Ich will, dass du dein ganzes Blatt siehst. Also, nee, kannst du durch dein ganzes Stick. Ganz Blatt ziehen. Das sollen wir mal zeigen, wie das gehen soll. Und gleich noch einmal, Alter, ich brauche keine Karten mehr im Deck. Sind das eh nur normale Monster, noch keine Tributmonster, nix. Ich meine, weiße Drache wird's noch ganz cool zum Anzusehen und so, aber sonst. Lame wie sonst was. Oh, schade. Ich dachte, ich würde aufhören. Ja, das bringt natürlich ungeheuerlich. Gehen wir sehr, der Kriegswolf, Angriffsmodus. Ist was, Freunde? Ich glaube, ich lasse ihn sich selber vernichten. Er macht nichts. Oh je, währenddessen muss ich noch ein bisschen meine Strategie aufrechterhalten. Hätte ich Stufe 6, so 5. Die Bahn plus 6. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das Problem ist halt nur, es ist eben nur ein Anfang. Ich würde ihn ehrlich gesagt lieber für den majestätischen Sterndrachen behalten, aber eben, bis das mal irgendwas wird, ist ein anderes Thema. Oh, jetzt könnte es auch vielleicht noch ein bisschen teuer werden. Tja, wieso eigentlich nicht? War eine Karte verdeckt sitzen und dann setze ich noch ein Monster im Verteidigungsmodus. Bin mal gespannt, ob er den Köder anbeißt. Komm schon, Herz unterlegen, das gibt's nicht, hey. Hat gar kein Monster mehr im Deck oder was? Neokäfer. Du, meine Monster, greift an und vernichtet seine Monster-Attacke. Ihr seid cool, Mann. Ich glaube eher weniger. Nö. Oh, Scheinkleister, das war so nicht geplant. Was mache ich jetzt bloß? Error, du. Ja, was mache ich jetzt bloß? Also, Riesentornado, wo bist du? Das wird langsam teuer. Außen natürlich. Also ich bin ja manchmal schon ein echter Trottel, wa? Ich meine, natürlich bezahle ich immer Lebenspunkte, das ist schon klar. Aber wie wär's denn mal mit einer Gegenstrategie? Und zwar hinsichtlich der magischen Androiden. Ladies and Gentlemen, ein neues Monster betritt den Ring. Der hat gleich mal gucken. Ah, oh, verdammt, ist ja nicht mehr die Werte. Nein, mach jetzt. So ist mal so, wa? Bringt das was? Yep, das bringt was. Alter. Jetzt sind wir 1000 Punkte ab. Ist ja übel. So, Zug beendet. Check. Bonusmann. Peace. Ja, damit halt auch noch ein bisschen länger durch. Okay. Tja, wenn er meint. Los, Mann, direkte Angriff, Attacke. Tja, also ich glaube eher weniger, Kumpel. Pech gehabt. Moment mal, ich habe ein weiteres Monster. Los, vernichte ihn. Ach Mensch, Leute, ein Spiel auf Zeit hätte er sowieso nicht gewinnen können.
Hier, guck mal, Feinkontrolle, Peace, Mann. Oh shit. Dämlicher Werwolf hat sowieso 0 Verteidigungspunkte, also von dem her. Keine Gefahr für so ein Monster. Was ist da gerade? Sieht jetzt aus wie Topf der Gier. Ja, danke schön. Faustischer Handel. Oh. Das klingt ja übel. War aber eigentlich am Friedhof alles? Krebons ist die auch noch da. Extra Boost vielleicht? Kann ich eigentlich nie schaden, nicht wahr? Gerümpel-Synchronisierer. Komm und zeig dich, Kumpel. Ja, wenn ich mal bitten darf. Und zwar wähle ich da mal. Krebons. Schön, schön, schön. Nee, neusynchronisiert wird gerade nicht, aber kein Bock drauf. Ist im Angriffsmodus. Ja. Naja. Was soll's, nicht wahr? Vernichte seinen Werwolf. Und das ist auch die Fallenkarte. Nur noch Schnee von gestern. Und kriege einen schönen Boost von 1200. Yeah, man. Hm. Noch irgendwie sowas wie, macht das Spiegel, macht das Spiegel, sage ich schon, natürlich die Lichtschwerter gebrauchen. Das wäre jetzt noch geil. Ja. Perfekt. Schon fast geschafft, Freunde. Schon fast geschafft. Es ist so gut wie aus. Jetzt muss ich noch einmal ziehen und dann ist Hasta la Vista für Gary. Und? Ja, knapp. Ach, sprich, in spätestens 2 Zügen ist das Duell vorbei. Ja. Aber das freut mich natürlich sehr, weil da kann er sowieso pro Zug nur ein normales Monster rufen. Genverzerrter Kriegswolf, Angriffsmodus aktivieren sofort. Ja, du mich auch, Kumpel, du mich auch. Wenn ich da sein Monster. Natürlich doof. Vielleicht natürlich eigentlich eher weniger. Das Problem ist nur, ich kann es nicht wirklich verhindern. Nein. Aua. Ja, das aber schon. Los, Angriff. Nein, Mann, ich will nicht. Eisenschrott, Vogelscheuche. So, was machst du nun, Kumpel? Okay. Zweikampf auf engstem Raum. Wäre natürlich eine geniale Kombi, aber das Problem ist ja immer noch meine Metall-Unterwäldler-Spielmarke. Ah, kein Problem, kein Problem. Wir haben eh gewonnen, Freunde. So, es war eigentlich unnötig, aber trotzdem noch ganz kurz diese Karte. Switch noch meinen Monster-Verteidigungsmodus und beende damit meinen Zug. Chagere, es ist so gut wie vorbei. Ja, weiß nicht, Rauch. Und? Normales Monster? Nö. Kampfphase, Mann, deine Monster sollen verschwinden. Ich will sie nicht mehr sehen, Alter. Kannst du das ein bisschen. Hä? Geht doch gar nicht. Freut mich jetzt ein bisschen, dass das noch klappt. Ja, wollte schon sagen, nee, geht doch gar nicht mehr. Schon verrückt. Ich meine, ich bezahle für den Effekt noch, aber der Effekt selber funktioniert gar nicht mehr. Ach, danke. Das Bezahlen für den Effekt war ja auch schon der Effekt selber. Versteht ihr, was ich eigentlich meine? Also sprich, wenn ich bezahlen muss oder kann, dann muss auch der Effekt selber funktionieren. Crazy. Ein bisschen crazy. Tja, Gary, was nun? Hi, nun, was nun? Ja, nicht mehr viel, wa? Kernzerstörung jetzt natürlich. Au. Ich überlege gerade, soll ich das riskieren, Leute? Weil ich frage mich jetzt, was passiert ist, wenn ich jetzt Kernzerstörung spiele.
Also beziehungsweise natürlich würde ich gewinnen, das schon. Und die Frage ist, gewinne ich mehr Punkte, wenn er durch normales Nichtziehen das Spiel verliert? Oder wenn ich ihn dazu zwinge, dass er eine Karte ziehen muss? Glaube ich ja so, wa? Wenn es normal macht, auf ganz normale Art und Weise. Tja, und nun, Freunde, haben wir gewonnen! Oh, Scheibenkleister, Kleister, Aero 404. So viel dazu. Was für ein schwacher Mart, Freunde. Naja, hat immerhin ein paar extra Bonus gegeben. Ja, yeah! Jetzt hätte das auch mal was passiert, wenn man einfach immer nur neue Karten sind, erinnere mich ein bisschen an den Kampf zwischen... den ersten Kampf, nee, nicht der erste. Zweite. Dritte. Jedenfalls der Kampf zwischen Marek und Yugi. Wo ja Marek dann auch mit seinem... ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß. Mit dem Typen da, der total tätowiert, glaube ich, war, nach gepiercen und alles mögliche, und der erst live gerufen hat. Und der hat da ein vollkommen unmögliches Deck, der hat immer wieder neue Karten gezogen, nur um es einfach zu stärken, das ging ja voll in die Hose. Und am Schluss konnte er auch keine Karten mehr ziehen. Gut, die Strategie dahinter von Yugi war zwar ein bisschen, naja, also, nicht wirklich machbar und so, aber trotzdem war sie eigentlich relativ cool. Das ist mal die Idee dahinter. So, egal, Freunde, ich kann mal sagen... wir sind wieder weniger Kartenpacks. Crazy. Ja, ich würde sagen, wir sind bereits bei 22 Minuten. Ich würde jetzt noch gerne ein paar Booster-Packs ziehen und dann werden wir uns im nächsten Part Surt widmen. So, komm schon, please. Irgendwo muss mal drin sein. Start of the Woodwife. Ich weiß gar nicht, Leute, aber ich hoffe mal, dass ich hier auch noch den majestätischen roten Drachen finden würde. Das wäre so geil, endlich zwei so krasse Monster zum Rufen. Durch den majestätischen Drachen. Das wäre so episch. Ja, also bis jetzt sieht es ziemlich kacke aus. Pyramide des Lichts! Gibt's hier auch? Hat ja auch voll den anderen Effekt als noch im Anime. Also, Anime übertrieben natürlich im Film. Da ist irgendwie, übersetzt ist irgendwie... er einfach alle Götterkarten aus dem Spiel entfernen und hier hat es irgendwie komplett was anderes zu tun. Aber ich sehe keinen Obelisk. Das ist doch kacke, Mann. Wo ist der denn nur? Tja. Stardust Overdrive. Die Nummer 2. Zack. Maximus von Kua Ki Gaga Gugi Gaga. So. Was gibt's jetzt noch Schönes? Zack. Ja. Die Schicksalsdamen sind unter uns. Erdgebundene Unsterbliche. Ach du Scheibenkleister. Soll ich die mal einsetzen? Ich glaube, braucht sie noch krass. Erdgemon und Sterblich hat auch, glaube ich, einmal ein bisschen gespielt und so. Sind eigentlich noch krasse Karten, aber schnell sie synchron! Wir haben noch die Synchromons dazu. Ja, wie gesagt, es sind so krasse Karten, aber trotzdem irgendwie lassen sie sich nicht ganz so einfach aufrufen, zumindest. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Er gewonnener, unsterblicher, Karajua, irgendwie sowas. Ach genau, wir brauchen noch eine offene Spielfeldzauberkarten, alles mögliche. Dein Gegner kann diese Karten nicht angreifen, diese Karten kann den Gegner direkt angreifen. Wenn diese Karte durch einen Karteneffekt zerstört wird, also durch einen eigenen Effekt, zerstöre alle Karten auf dem Spielfeld. Ja, also der Typ geht nicht so gern von dann, wie man wie es scheint. Ja, du Scheibenkleister. Ein paar Schicksalsdamen und so. Naja, aber ansonsten... nicht wirklich was Brauchbares, Freunde. Nicht wirklich was Brauchbares. Pyramide des Lichts, genau. Das funktioniert mit Androsphinx, Leersphinx, etc. etc. Naja. Soweit auch eigentlich nichts Besonderes für uns. Synchro-Barriere. Nee, Tribut anbieten ist immer ein bisschen doof. Tja, soviel dazu. Kommt schon, Leute, kommt schon. Ich will noch Obelix einen Peiniger haben. Das wäre so episch. 90% immer noch. So, komm schon. Ich opfere meine letzten DP dafür. Das muss langsam mal klappen. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich weiß, es soll ja sehr schwierig sein, Obelix hier zu ziehen. Aber komm schon. Ein bisschen Glück ist noch Let's Play Time und so. Komm schon, Spiel, sag mir, dass du mich lieb hast. Das haben wir natürlich nicht lieb, es hasst mich. Hm.
Wirbelsturm im Fernen. Was? Du kannst diese Karte aktivieren, wenn du auf einer Attacke 3000 oder mehr Punkte Kampfschaden erhältst. Kriegst auch selten. Entferne alle Monster aus dem Deck und Friedhof bei der Spiel aus dem Spiel. Das wäre eigentlich eine Karte im Kampf gegen Kaiba, wa? Alter. Aber eben, wie gesagt, entferne alle Monster aus dem Deck und den Friedhof bei der Spiel. Also spricht man eigentlich auch, wäre ein bisschen doof. Wie auch immer, zack. Tja, Freunde, ich muss sagen, das war's für heute. Und morgen geht's hier weiter im Kampf gegen Surt persönlich. Ey, das kann ja was werden. Oh Mann, oh Mann. Bis zum nächsten Mal hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards. Ciao zusammen!